Und ich habe eine neue Welt erschaffen und die werde ich euch jetzt mal zeigen. Da gehen wir jetzt einfach mal rein. Mein Teleporter habe ich mit. Let's start again. Moin, ihr Zuerster und Zuerstaerinnen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Novus. So, und es ist auch mittlerweile wieder Tag, das ist schon mal sehr gut. Und ja, nachdem ich gestern einen super geilen Livestream mit euch hatte, vielen Dank nochmal an alle, die dabei waren, möchte ich euch mal so ein bisschen was zeigen, was wir so im Livestream gestern alles gemacht und geschafft haben. Unter anderem habe ich hier alles abgebaut. Da werden wir jetzt gleich weitermachen hier an dieser Batterie. Die werde ich nämlich auffüllen erstmal schön, damit die auch schön weiter sich aufladen kann, weil wir wollen ja kaum Strom verschwenden, wenn es geht. Und ich habe eine neue Welt erschaffen und die werde ich euch jetzt mal zeigen. Da gehen wir jetzt einfach mal rein. Mein Teleporter habe ich mit. Das ist schon mal sehr gut, denn ich habe gestern eine komplette Diamantblock-Welt erschaffen. Ich habe eine Welt aus Diamantblöcken gemacht, in der jetzt gerade eine Ender-Query läuft, die die ganze Zeit schon Diamantblöcke über die Nacht abgebaut hat. Hier tanzen irgendwelche Endermen rum. Und die Leute haben mir gesagt, hier Kevin, diese komischen Meteoric Iron brauchst du für Galactic Craft. Die solltest du auf jeden Fall abbauen und da habe ich mir gedacht, da werden wir heute in der Folge mal ein bisschen Gas geben und uns die noch besorgen und deswegen porten wir uns jetzt erstmal zu mir nach Hause. Übrigens, der Reaktor läuft auch, ich zeige euch das mal eben ganz kurz. Der Reaktor, der läuft mit einer Injection Rate von 98, das ist das höchste, was geht im Spiel. Das kann ich euch mal eben zeigen, hier steht das Ding und ja, wie gesagt, hier Injection Rate 98, das höchste, was geht. Und ich weiß gar nicht, wie weit ist das Deuterium mittlerweile aufgefüllt? Das wird bestimmt bis nach ganz hinten fast gehen. Nee, noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Ja, Kevin, noch nicht ganz. Ja, hier ist das Deuterium gerade. Ich glaube, das geht nicht mehr weiter, weil jetzt fehlen dem halt zwei von den Teilen hier. Das ist aber nicht schlimm. Dann soll der das lieber weiterhin da die ganze Zeit gegenfüllen. Ich denke mal, das Tritium, das wird bis nach hier hinten gehen wahrscheinlich. Ja, das hat sich komplett gefüllt fast. Der hier hinten geht nicht, weil der ist ja nicht angeschlossen, der Gastank. Aber das ist komplett aufgefüllt. Das heißt, der Reaktor, der läuft durchgehend. Also da muss ich mir keine Sorgen mehr machen. Der ist sowas von safe. Also hier, ihr seht auch schon, das rastet komplett aus. Ich würde sagen, wir machen uns erstmal auf den Rückweg und dann bereite ich erstmal ein bisschen was vor. Allererst brauchen wir erstmal unsere Bound Pickaxe. Dann hatte ich ja noch die Induction Cells. Genau, da sind jetzt mittlerweile, wenn man es richtig sieht, 12 Stück fertig wieder. Dann brauchen wir noch die Induction Casing, genau. Die brauchen wir auch. Ja. Da müssen wir mal ganz kurz schauen. Ich glaube, ich muss davon noch welche herstellen, von den Induction Casing, ja. Können wir die Teile noch craften? Ja, das sieht gut aus. Das sieht sehr, sehr gut aus. Dann machen wir das nämlich direkt mal. So, dann craften wir die mal. Oh, da fehlen mir wieder ein paar Alloy. Das kann aber nicht sein. Dann müssen wir gleich mal wieder direkt welche in Auftrag geben. Von den Alloy. Dann machen wir mal direkt. Ich weiß gar nicht. Kann ich 5000 in Auftrag geben? Ja, dicke. Ich kann sogar noch mehr machen. Dann würde ich nämlich sagen, dann gebe ich von den Alloy direkt mal, weiß ich nicht, 10.000 in Auftrag. Ja, ich kann sogar noch mehr machen. Komm, wir machen sogar noch mehr. Wir rasten jetzt komplett aus. Wir machen jetzt einfach mal 20.000, sag ich dem, soll er herstellen, ja. So, zack, soll er 20.000 von machen. Ja, meine Erze-Verfachungen, die sollten eigentlich arbeiten, wenn ich mich nicht irre. Ja, das tun die auch. Die sind gerade fleißig Zinn und Kupfer am verarbeiten. Wie sieht's hier aus? Die läuft auch, ne, die Vervierfachung, ja, die ist auch am Arbeiten. Also das funktioniert schon mal alles schön. Da muss ich mir keinen Kopf drum machen. Genau. Dann wollte ich nochmal Induction Casing machen. Genau, da muss ich nochmal welche echt auf jeden Fall machen, Leute. Da brauchen wir echt einige von. Dafür muss ich jetzt erstmal noch die Dinger hier wieder machen. Zack, 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 zack. Also ich will heute auf jeden Fall wieder um 14 Uhr einen Livestream machen, für alle, die Interesse dran haben, dabei zu sein, ne? 14 Uhr soll es heute wieder einen Livestream geben. Da werde ich wieder ein bisschen Novus zocken. Und später gibt es dann auch wieder Ark. Und was haben wir hier nochmal? Das war ein Output, okay. Ja, den müssen wir jetzt eben erst einmal abbauen, genauso wie hier den Input. So, dann bauen wir jetzt die Hülle hier drumherum erstmal ein bisschen ab. Weil wir machen den ja größer, den Induction Port oder wie auch immer man das Ding jetzt beschimpfen soll, diese Batterie. Also beschimpfen soll man sie gar nicht, ne? Die macht ja was Gutes, diese Batterie. Ich liebe die ja.
für ihre Arbeit, die sie macht, ne? Aber wir müssen natürlich jetzt schauen, wie wir die jetzt vergrößern. So, okay, dann setzen wir jetzt die Lilanen erstmal ein. Hier, so, zack, dann kommt hier jeweils einer dran, da kommt einer dran und dann müssen wir das erstmal vergrößern, damit das wieder gleich groß wird und wir noch mehr Platz in der Batterie haben. Das ist ganz wichtig, wir brauchen echt eine Menge Platz. Oh ja, da muss die nach oben hin ja auch nochmal größer werden, hey. Da war jetzt gerade ein Leck. So, zack. Weil wir vergrößern dann nämlich jetzt heute mal in der Folge hier meine Batterie. Da machen wir dann nämlich eine etwas größere draus. Finde ich nämlich auch schöner. So. Kann nämlich mehr Energie speichern. Und mehr Energie ist immer gut. So, dann bauen wir den hier erstmal ab eben. So, zack. Dann können wir die Dinger hier dran bauen. Genau. So. Und dann müssen wir die eh erstmal voll bekommen. Bevor wir hier uns Gedanken drüber machen, wie wir eine noch größere bauen. So, dann setzen wir die Ultimate hier hin. Oh nein, das wollte ich gar nicht. Die setzen wir da nicht hin, sondern das setzen wir einmal dorthin. Genau. So, dann nehmen wir eins hiervon. Das setzen wir dann. Ich hoffe, dass das so funktioniert, ne? Von der Größe her. Ich weiß gar nicht, muss das nicht immer irgendwie genau gleich groß sein? Aber ist es ja auch, ne? Ist, glaube ich, jetzt genau gleich groß so. Zack, dann setzen wir das so. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Ja, dann kommt jetzt hier oben unsere Hülle drauf noch. Ich bin mal gespannt. Es kann nämlich sein, dass ich vielleicht doch noch einen nach hinten gehen muss dafür, damit das Ding funktioniert. So. So. Zack, 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 zack. Nee, da ist verkehrt. So, da muss nämlich ein... Genau so hin. So. Mal gucken, ob es funktioniert. Ja, okay, funktioniert. Sehr gut. So, dann brauchen wir... Oh Gott. Braucht den Configurator. Ich hoffe, dass das ME-System sich jetzt nicht leer gezogen hat. Confi... Ah, okay. Komm, nimm den raus. So, den brauchen wir nämlich. Zack, wir müssen nämlich jetzt wieder den Output und so einstellen. Hier oben war der Output, ne? So, zack. Da stellen wir jetzt den Tesseract drauf. So. Genau, der ist schon mal richtig. Nee, der ist falsch. Energiespeicher. So, zack. Und jetzt kriegt alles erstmal wieder schön Energie. So, und hier stellen wir Reaktor. Oh. Müssen wir erstmal umbauen. Auf Input, genau. So, und dann Reaktor, genau, so, zack. Sehr schön, das haben wir auch. Warum die ganzen Dinger jetzt hier keinen Strom kriegen, das verstehe ich selber gerade nicht so ganz. Das ist so ein Output, ne? Input, Output, ja. Oh, und da haben wir so einen Ultimate Provider. So. Zack. Input, Output. Zack. Energiespeicher. Normalerweise sollte der jetzt alles mit Energie versorgen. Ja, wollen wir mal ganz kurz schauen. D-Time Energiespeicher, ja. Verstehe nur nicht, warum die jetzt nicht mit Energie versorgt werden, die Sachen. Warum? Irgendwas habe ich, glaube ich, falsch eingestellt oder so. So, zack. Gucken, kommt hier Energie rein? Nee. Energiespeicher. Ach, Moment, ich weiß warum, ich Depp. Oh, Leute, ey. Hier, der muss auf Senden stehen. So, zack. Genau, und den müssen wir auch umstellen. Der muss auf Empfangen stehen. So. Ja, geht doch. So. Jetzt ist es richtig eingestellt, Leute. Jetzt ist es richtig. Der Kevin, ey, der ist schon wieder mega verwirrt. Ja, dann haben wir jetzt heute schon mal hier unsere Energiezelle vergrößert. Die werde ich auch noch größer machen. Die wird irgendwann nach unten verfrachtet. Da
die noch mehr Power raus. Und man sieht das schon, ne, auf meinem Grundstück. Ich meine, die FPS sind noch nicht übertrieben krank groß, ne, aber sie sind besser geworden, die FPS. Und das finde ich schon mal ziemlich, ziemlich geil. Ich wollte gerne noch was vorbereiten. Und zwar wollte ich noch eine Golderz- und eine Shiny-Welt vorbereiten. Shiny habe ich sogar noch. Da habe ich sogar, glaube ich, einen Dings fertig gemacht von AdRF Tools. Müssen wir mal schauen. Das muss hier irgendwo sein. Ach, guck mal, wir haben ja noch die Elite-Zellen. Die können wir auch noch gleich mal eben schnell einbauen. Genau, hier haben wir einmal eine mit Material, Controller, Sky, ja. Okay, das hier kann ich, glaube ich, ganz auseinandernehmen. Und das hier auch. Dann werde ich das mal eben umändern. Dann bauen wir jetzt doch noch die anderen Zellen rein. Und dann schauen wir mal eben. Und zwar, hier kann ich mich reinbauen, genau. Und dann setzen wir jetzt hier auch noch ein paar Zellen dran. Sehr schön. So, und dann haben wir nämlich hier nochmal ein bisschen mehr Energie. Das sieht ja gar nicht mal so schlecht aus. Also ich habe 2,73 TRF. Das ist schon mal echt ziemlich, ziemlich... Also das ist schon eine ordentliche Hausnummer an Energie. Und die werde ich auch nicht so schnell aufgebraucht bekommen. Wo haben wir den denn? Da, genau. So, die können wir jetzt extrahieren erstmal. Da haben wir gar nichts drinne. Will ich erstmal auseinandernehmen. So, zack. So, die können wir extrahieren. Da ist nämlich Shiny drinne. Und die nennen wir Shiny Welt. So. Weil dann weiß ich nämlich bestens Bescheid. Und ja, wie gesagt, halt, das werde ich auch alles in den Keller bauen. Deswegen habe ich auch so viel Strom erzeugen lassen, damit ich die ganzen Welten geladen lassen kann. Weil jetzt können auch andere auf die Welten zugreifen und kommen da rein. Und wir müssen mal eben ganz kurz schauen. Genau, das war die Shiny-Welt, ja. Dann brauchte ich Gold. Ich wollte nämlich mit einem, Gold-Ohr-Dimlet wollte ich gerne eine Welt machen. Genau. Damit ich einfach sau viel Golderz kriege. Weil das braucht man alles, um diese Energiezellen anzufertigen. Apropos Energiezellen, da könnten wir eigentlich jetzt nochmal sagen, er soll nochmal 6 Stück machen, ne. Wir brauchen ja sowieso welche davon. Oder 10, gehen die? Ja, soll er mal 10 Stück anfertigen. Das passt. So. Genau. Da wollte ich hin. So, zack. Zack. Zack, zack, zack. Ich glaube, da ist alles drin, ne? Goldohr, Flatworld, Sky, No Effect. Ja. Goldwelt. So, zack. Dann haben wir auch die Goldwelt, genau. Gold ist nämlich eine ganz wichtige Ressource, die brauchen wir echt für richtig viele Dinge. Und deswegen sollten wir da auch ordentlich farmen. Ich kann euch das mal eben zeigen. Alleine, alleine hier, diese 10 Zellen, die kosten 17.000 Goldbarren, ja. Dieses Lithium, das, davon habe ich auch einiges, aber da sollte ich noch mehr herstellen lassen von. Da hatte ich ja eine automatische Produktion für. Da muss ich mir jetzt erstmal im Moment noch keine Sorgen machen. Da habe ich noch, ich habe jetzt über 100.000, aber ich sollte mal gucken, dass ich heute vielleicht im Livestream so nebenbei eine passive Produktion starten lasse. Und dann werde ich noch an meinem Haus ein bisschen was machen lassen, auf jeden Fall. Das können wir erstmal reinpacken wieder hier. Das Goldohr, die Goldohrwelt können wir auch erstmal reinpacken. Die werde ich heute im Livestream aufmachen. Da werde ich dann die Ender Quarry im, bei den Diamantblöcken, die werde ich wieder abbauen und ja, dann werde ich die immer wieder hin und her verfrachten. Wir dürfen leider immer noch nur eine Quarry haben. Ich finde es ein bisschen schade, nachdem jetzt eh so ultra viele Teilnehmer aufgehört haben. Man muss ja mal überlegen, vorher waren es irgendwie 24, jetzt sind wir mittlerweile aktuell nur noch 8 oder 9 aktuelle aktive Leute, die hier regelmäßig wirklich drauf spielen. Ach genau, wir können mal in der Zeit die Bound Pickaxe, die habe ich ja eh dabei, können wir nehmen und dann können wir nochmal ein bisschen von diesem komischen Galactic Craft Iron holen. Ja, wie gesagt halt, es sind jetzt deutlich weniger aktive Leute und ich fände, ist meine persönliche Meinung cooler, wenn jeder 2 oder 3 Quarries sogar stehen haben darf, weil es halt einfach viel, viel besser und angenehmer wäre, aber gut, ne, die Regeln sind Regeln und wenn man das nicht darf, dann darf man das halt nicht. So, wir bauen jetzt erstmal hier das ganze Zeug ab, so, okay, ich hoffe, dass das wirklich gut ist. Und dass man das wirklich dringend braucht. Oder ist das das, was man am Anfang, wenn man durchs All fliegt, als allererstes versucht zu farmen, diese Meteoriten abfarmen. Was eigentlich normalerweise richtig lange dauert. Ich glaube nämlich, dass mir das mal jemand erzählt hat, dass das eigentlich sehr viel Arbeit ist, das ganze Zeug zu farmen. Ich baller das jetzt einfach mal hier in meine Kiste rein. So. Baue ich auch noch automatisch nebenbei ein paar Dia-Blöcke ab. Aber das ist nicht schlimm. So.
Okay. Da ist irgendwie ein Creeper, glaube ich, gerade explodiert. Ich weiß nicht, was das hier für ein Erz ist. Galaxy Space, Adamantit-Ohr. Irgendwie, keine Ahnung, scheint man auch zu brauchen. Ich nehme es auch einfach mal mit. So. Falls ich es dann wirklich brauche, kann ich es ja dann auch einschmelzen lassen. Und ich würde sagen, Leute, das war es eigentlich von der Folge heute gewesen. Ey, sind ja voll viele. Magnesium ist hier auch noch. Ich habe hier so richtig, ganze Erze für, glaube ich, Galactic Craft und so ein Kram. Auf jeden Fall, das war es erstmal dann von der Folge heute gewesen, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da. Wenn ihr mehr sehen wollt, heute gibt es wieder 14 Uhr einen schönen Livestream. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr einschaltet. Und ja, ich würde dann sagen, dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Und ich hoffe natürlich, dass das Projekt Novus euch immer noch Spaß macht, auch wenn jetzt heute vielleicht mal eine Folge kam, wo ich eher ein bisschen weniger geschnitten habe. Und ja, ich port mich jetzt zurück. Moment, eben einmal den Ender-Pouch öffnen. So, zack, zack. Und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ja ein Däumchen nach oben da lassen und einen netten Kommentar. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.